Das heutige Video wird gesponsert von Elektrowandelt. Der Elektrowandelt ist ein Online-Elektrohandel, nahezu ein Vollsortimenter, der einfach super gute Preise hat und unwahrscheinlich schnell liefert. Es wird mal wieder Zeit für so ein Video. Für so ein Video, wo einer wirklich die Wahrheit sagt. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Skandalvideo. Diese Art von Video bekomme ich immer wieder zugesendet mit der Bitte, ich solle einen Kommentar dazu abgeben. Ich soll das einmal anschauen, ich soll das einmal erläutern, wie ich das sehe. Über eins brauchen wir uns da nicht streiten. Das ist ein System, eine Technik, Adern, Drähte zu verbinden, die auch bei uns in Deutschland vor grauer Vorzeit gang und gäbe waren. Die stellenweise heute in Abzweigdosen, in Altanlagen, in sehr Altanlagen nach wie vor drin sind. Und komischerweise, die haben da drin, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahre. Und die funktionieren, die gängern. Da ist keine ausbrennende Dosenklemm drin, keine verbrennende Vakuumklemm. Das funktioniert, das funktioniert. Das darf aber auf keinen Fall funktionieren. Wenn ich die neuen Vorschriften so anschaue, oder man kann ja schon gar nicht mehr sagen Vorschriften. Das ist ja ein Vorschriftenwerk über alles und jedes. Welcher Draht, welche Ding, in welche Klemm und welcher. Das ist ein Wahnsinn. Für was ich habe ganz viele Kommentare von meistens junge oder jüngere Elektriker, wenn ich halt irgendetwas mache, was ein bisschen zweifelhaft ist. Oder wenn ich sage, das kann jetzt zum Beispiel alleine selber, ja, wir haben ja 3,5 Jahre gelernt. Nein, das stimmt gar nicht. Lernen tust du deine Lebte lang, das ist das Erste. Du vielleicht machst das erst seit 3,5 Jahren. Okay, kannst ja du nichts dafür, dass du jung bist, du wirst schon noch gescheiter. Je länger du das machst, umso mehr wirst du verstehen, dass das, was das Vorschriftenwerk dir vorgibt, ganz viel ein furchtbar dummer Blödsinn ist. Ein ganz furchtbar dummer Blödsinn ist. Die VDE, das ist unser aller Gott. Ein Scheißen. Der VDE ist ein privater wirtschaftlicher Verein. Sonst nichts. Selbstverständlich steht im Energiewirtschaftsgesetz, alles, was man macht, muss den Regeln der Technik, neuen Regeln der Technik entsprechen. Und da wird dann ganz gern die VDE zitiert oder hergenommen. Warum? Weil es sonst kein Regelwerk nicht gibt. Man kann das nicht. Das kriegt im Schadensfall, wenn halt irgendwo etwas passiert, Personenschaden oder das Haus abfackelt oder irgendwie solche Dinge, und es zu einer Untersuchung kommt, weil Versicherungen streiten, es geht natürlich wieder mal ums Geld, dann wird diese VDE zu Rate gezogen. Wenn dann da drin nachgewiesen werden kann, dass jetzt der Fehler deswegen entstanden ist, weil kein Vakuumklemm drin war, sondern weil man Draht verdrillt hat, ist ja alles richtig. Aber das ist doch ein Blödsinn, weil wenn ich sowas richtig mache, passiert genauso wenig, wie wenn ich ein Vakuumklemm hernehme. Und genau um das geht's mir. Heute wird keiner mehr ausgebildet, selber irgendwie Sachen zu entscheiden. Da heißt es nur noch da einschauen. Wir werden ja von oben bis unten nur noch diktiert. Leute, es kann ja nicht sein, vor allem müssen wir noch mal zuhören. Wenn es um mein privates, eigenes Haus geht, da drin kann ich machen, tun und lassen, da lassen wir die von niemand irgendwas vorschreiben. Diese ganze VDE-Geschichte und so weiter, das hat umso mehr Bedeutung, je mehr geschäftsmäßig das gemacht wird. Wenn ich halt als Elektrofirma irgendwie was mache, muss ich mich 100.000 Mal absichern. Weil da führt ja eins zum anderen. Irgendwann heißt es, da hat mir der Elektriker einen Kratzer ins Fensterbrett reingemacht und dann wird weiter gesucht und bohrt und da und macht und irgendwas. Da steht dann irgendwo ein Kabel, eine Isolierung, ein Millimeter Zwing oder die Stark ein und das wird schon alles verteufelt. Kann ja eh jeder machen, wie er mag. Diese Hierarchie von oben rein, nicht nur was diese Technik angeht, sondern viele andere Sachen auch, ist ja gut. Wenn das ja jeder so macht, ist das super, passt. Ich möchte aber dazu sagen, ich halte es für einen Schwachsinn. Ich halte natürlich nicht alles, was in der VDE drin steht, für Schwachsinn, das ist ein Blödsinn. Ich finde den EFI für eine super geile Erfindung, super gut. Ich darf niemals Anlagen ohne EFI zum Beispiel verwenden. Aber um bestimmte Dinge, wie Installationszonen. Also ich verstehe es ja nicht, aber hat es jemals eine Zeit gegeben, wo alle 5 Minuten irgendwo eine Leitung kaputt gegangen ist oder abgebohrt worden ist oder abgestemmt worden ist, weil eine Installationszone nicht befolgt worden ist. Also das begreife ich irgendwie nicht. Muss ich ehrlich sagen, ohne dass ich jemals in meiner Lehrzeit zum Beispiel von einer Installationszone gehört hatte, die ersten paar Monate, wie ich gearbeitet habe, waren wir nur auf dem Rohbau draus, hat er mir weder ein Gseh noch ein Meister irgendwie gesagt, das ist jetzt eine Installationszone.
Das Einzige, was ich gehört habe, immer von einer Schalterdose, egal ob das eine Schalter, eine Steckdose oder sonst was ist, waagrecht und senkrecht, in der Mitte, im Raum darf man nicht quer verlegen, sondern nur ganz oben und ganz unten. Fertig, genauso wie es macht. Ob jetzt das aber irgendwo mitten in der Mitte in einem Raum drin ist, weil der Schalter mitten in der Mitte drin ist, da ist aber eigentlich keine Installationszone und der Kunde wünscht sich das, kriegt das da trotzdem hin. Selbstverständlich, versteht's mich nicht verkehrt, ich will diese Installationszone nicht schlecht reden. Soll ja jeder machen, wie er will. Aber ich entscheide in meinem Haus, wo es hinkommt. Und ich entscheide in meinem Haus, wo ich ein Kabel verlege. Ein so lächerlicher Schmarrn. Das ganze System mit Innungen, Kammern, die Zugangsberechtigung, Installateurverzeichnis, das ist doch alles nur, es glaubt ja nicht, dass das irgendwie der kleinen Elektrofirma dient oder nützlich ist. Das ist doch alles nur Geldmacherei. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt jede Menge, und das schreibt es mir selber in die Kommentare, die irgendwo eine elektrotechnische Ausbildung begonnen haben, haben aber später dann vom Handwerk Wicker, haben dann Elektrotechnik studiert, weiß der Geier, was für eine Fachrichtung, die verstehen das genauso. Der kriegt aber keinen Zugang zum Installationsverzeichnis, wenn er nicht das VDE Abonnement abschließt. Ich kann das irgendwie nicht so ganz verstehen, diese Dinge. Wenn diese VDE unser aller Elektriker Gesetz ist, dann müssen die VDE kostenlos sein. Der ganze Zirkus, die VDE müsste kostenlos zugänglich sein. Wenn das Gesetze wären, muss ja jeder, weil das kann so nicht sein. Wenn ich bin allein in meinem Haus, ich informiere mich da gar nicht stark und denke mir jetzt so, da installiere ich jetzt umeinander. Ja, wo, ich habe ja kein Gesetz, wo steht denn, du darfst das nicht machen, wo genau steht das? Irgendwo in die VDE, die ich aber nicht frei zugänglich habe. Ja, was ist denn das für ein Blödsinn? Ich bin auf keinen Fall ein Fan davon, dass jeder Laie irgendwie alles umeinander installiert. Aber das, was, ich weiß ja gar nicht, ich kann das nicht nachvollziehen, ich kann das nicht so ganz verstehen, das, was da draus praktiziert wird, das ist ja, dass man an jeden kleinen Lehrling und der Allgemeinbevölkerung auch einreden will, unsere Elektrotechnik ist ein Hexenwerk oder eine Riesenzauberei und das kann und darf auf gar keinen Fall irgendein anderer machen. Ja, aber Gottes Willen, also so ein veraltetes System und eine veraltete Einstellung, das ist katastrophal, dass ich den Zugang zum Installateursverzeichnis, also das heißt, der Zugang zum Installateursverzeichnis, das hört sich riesengroß auf, bloß noch. Das ist eine einzige Sache, dass ich einen Antrag ausfüllen darf und einen Stempel draufhauen darf, dass ein Zähler kommt. Und dann kommt der Zählermonteur und der schaut da ein, da brauche ich dann schon keinen Zählermonteur mehr, das ist dann bei ganz vielen Tochterfirmen, bei ganz vielen Subunternehmern, die dann Zähler einbauen, hat der niemals Elektriker gelernt, sondern ist ein gelernter Metzger, der einen 4 Wochen Schnellkurs gemacht hat, wie man einen Zähler einhängt. Und dann haben sie ihm irgendwann eingerichtet, er muss noch schauen, ob die SLS da sind und ob der Überspannungsableiter da ist. Und das war's. Die Installation an sich überprüft er ja auch nicht. Kann man ja ganz andere Systeme machen. Dann soll der Energieversorger Zählermonteure stellen, die Verteilung, nur die Verteilung der Schaltschrank überprüfen. Das müssen sie nicht reparieren, aber prüfen. Die da eine Messung machen und weiß der Geier was. Dann ist das Installationsverzeichnis Geschichte. Brauche ich nicht mehr. Kann jeder eigene. Früher hat nur der Elektriker einen Baustrom beantragen dürft. Mittlerweile darf es jede Baufirma, ich glaube sogar unter bestimmten Voraussetzungen darf sogar der Endkunde den Baustrom anfordern. Das System ist veraltet. Ich bin ja eigentlich einer Alterschule, aber ich wehre mich gegen die Thematik, dass das ein Hexenwerk ist. Das stimmt einfach nicht. Das ist jetzt natürlich nur der Aufhänger für das ganze Grün. Gehen wir uns jetzt zum Beispiel auf der neuen Intersolar, dieser Messe. Waren Vertreter der VDE-Kommission da. Und wieder einmal ging es um diese Balkonkraftwerke. Um die geht es ja schon, weiß ich nicht, zig Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. WLAN-Einspeisesystem. Jetzt, es war ja die Balkonkraftwerke, haben ja die Vorschriften, was die sagen, sehr, sehr runtergefahren worden. Man hat es ja in einer Grauzone mit einem Schokostecker anstecken dürfen. Jetzt, auf einmal, ist in einer Vorkommission entschieden worden, vor so einem 600 Watt Balkonkraftwerk muss man jetzt plötzlich einen allstromsensitiven EFI hängen. Man darf in die Steckdose nicht einstecken, man braucht das WLAN-Einspeisesystem. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Angeblich wird ja immer ein solches Brumborium gemacht, ist die VDE ein Gesetz. Also es wird behandelt wie ein Gesetz. Und im Gesetz steht aber drin eine WLAN-Einspeisevorrichtung. Also da wird der Hersteller genannt, obwohl es, keine Ahnung, einige andere
Einspeisehersteller auch gibt. Also Steckverbindungen, die berührungslos stattfinden können. Um das geht es ja angeblich. Und jetzt sagt mir einer, da wird nicht irgendwie Lobbyarbeit betrieben. Da ist nicht irgendwie ein Hersteller, kann mich so vage daran erinnern, Brandschutzschalter wollte doch Siemens mit aller Gewalt durchsetzen. War da nicht was? Mann, ist das schwachsinnig. Weißt? Und an jeden, solange wir nie einen Pfutzen aufreißt, wird das so bleiben. Man kann sich da dagegen nicht wehren, weil es heißt ja, jeder, das ist der Wahnsinn. Ich sehe ja das an meinen Kommentaren, egal um was für ein Video geht. Jeder, der die erste, zweite, dritte Berufsschulwoche gehabt hat, ja, aber das darf man nicht machen. Der Berufsschullehrer hat gesagt, das darf man nicht machen. Ja, die haben auch gekauft. Die haben auch von dem System gekauft. Das ist ein Wahnsinn. Ich müsste doch selber zugeben, wer von den Elektriker, die woher, ich sage jetzt mal 20er Elektriker haben, wer ist da noch nie irgendwo draußen am Handwerk oder in der Industrie, um Gottes Willen, da gestanden und hat sich überlegt, warum darf ich das jetzt nicht machen? Warum ist es so einfach? Warum muss man da jetzt so ein kompliziertes System irgendwie anwenden? Warum? Wenn es so einfach aufgegangen. Das trifft natürlich nicht auf jede Regel zu, ist ja ganz klar. Ganz viele Dinge funktionieren halt einfach so und so. Man muss das verstehen, wie ein Netz aufgebaut ist, wie die Abschaltbedingungen sind. Diese Dinge, das ist ja eine ganz normale elektrotechnische Ausbildung, die hat mit diesen Vorschriften nichts zu tun. Aber dann hinterher immer sagen, ja, aber für die der Erdungsdraht, der Querschnitt von Erdungsdraht muss für so einen Telekommunikationsverteiler, für so einen Rückwandplan, muss dann mindestens 6 Quadrat sein, unter bestimmten Voraussetzungen. Da frage ich mich dann, 6 Quadrat gegen einen direkten Blitzeinschlag, ist 6 Quadrat lächerlich, ist auch 16 Quadrat lächerlich? Gegen irgendwelche Überspannungen, würden da dann unter Umständen 2, 5 oder 4 Quadrat auch reichen? Aufgrund welcher Berechnungen und wie oft ist das dann vorgekommen? Das Gleiche mit der Berufsgenossenschaft. Gott, wie ich das satt habe. Jeder meint, die Berufsgenossenschaft, das ist alles gemacht worden, um irgendwas zu schützen und so weiter. Das ist doch nur ein Blödsinn. Es geht da rein nur um die Kohle. Es geht da rein nur darum, wenn ich halt das Katermesser verbiete, dann habe ich 100% Schnittverletzungen, 100% nicht, aber vielleicht 50-60% Schnittverletzungen, wo der Arbeiter, keine Ahnung wie viele Wochen ausfällt, behoben. Es gibt aber oft halt einfach keine Alternative. Ich finde es viel wichtiger, dass ich anstatt gefährliche Werkzeuge einfach, die tun wir weg. Da drin das Ganze, meine Lehrlinge ausbilden, das kann doch nicht sein, dass ich nicht einen jungen Kerl zeigen kann, wie ich mit einem Cuttermesser umgehe, ohne dass er sich seine 10 Finger wegschneidet. Wir haben es ja auch gelernt. Und wir haben ja die vermeintlich alte, dumme, zurückgebliebene Generation. Und die Neuer, die wir halt so schlau sind, die können sie vor mir nicht mehr, oder wie? Ja, aber Leute, wir leiten das ab. Wir leiten das ab. Also muss jeder. Ganz ehrlich, wenn ich das so, ich habe das gelernt gekriegt. Wir haben es das mit Cuttermesser gezeigt. Die haben ja dreimal geschnitten, bis sie es verstanden haben. Nein, wenn ich da am Finger, wenn ich zum Körper zu tue, ich verstehe das nicht. Ich habe mich auch nicht selber abgestochen. Das kann doch nicht sein. Und passieren und eine schlimme Verletzung, da schreiben die jetzt wieder zu, ja, ich habe mir aber Zähne abgeschnitten und weiß dann gar nicht was. Dann hat es da halt keiner richtig gezeigt. Oder dann warst du zu faul. Hast irgendwas nicht gemacht. Ist schon klar, wenn ich heute das Kabel da durchlaufen lasse und schneide so, ist die Gefahr groß, dass ich da einschneide. Das darf ich halt nicht tun. Und das muss ich berufsspezifisch von einem Ausbilder gelernt kriegen, dass ich meine Finger weg habe, da wo ich runterschneide. Genau um das geht's. Jeder Schreiner wird doch auch an Maschinenkunde ausgebildet mit einer Handkreissäge, wenn er schneidet, oder dass an einer Säge ein Spaltkeil dran sein muss, wegen einem Rückschlag, wenn ich da irgendwie schreibe. Ich verstehe nicht, jeder Metzger wird ja auch gezeigt, wenn er halt das Messer so hält, wenn er das so hält, wenn er irgendwo ein Viech auftrennen muss oder irgendwas. Und der Elektriker ist nicht in der Lage, dass er mit einem Cuttermesser umgeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich halt noch mal 14, 15 Jahre alt war, dann darf ich versuchen, mich mit ganz vielen anderen zu organisieren und da mal da irgendwie fragen, ob die das eingeführt haben zu einem System, ob die nicht ganz sauer sind. Ob die wirklich glauben, dass ich so dumm bin und kann kein Cuttermesser verwenden. Und das tatsächliche Problem mit den Balkonkraftwerken, das kennt ihr, oder? Das wisst ihr eh. Das hat nichts mit Sicherheit und so weiter zu tun. Das ist alles fadenscheinig. Das ist einzig und allein, das Ganze geht am Energieversorger vorbei. Da kann er nicht irgendwie noch irgendwas machen damit. Wenn halt
Ich meine, seit Jahren steht fest, dass diese Balkonkraftwerke erstens nicht weit bringen. Und zweitens, was ein ganz großer Schwachsinn eigentlich ist, ist mit Balkonkraftwerke, so Kleinkraftwerke, Batterieanlagen zu betreiben, also diesen Strom speichern. Rechnet sich wirtschaftlich einfach nicht. Das kannst du auf 100 andere Kanäle verfolgen, ob das der Holger Laudry ist oder der Dennis Wittus oder egal wie es alle heißen. Ich hoffe, ich habe die Namen jetzt richtig ausgesprochen. Das rentiert sich nicht. Trotzdem tut es ja jeder. Meiner Meinung nach, die sagen auf ihren Kanälen immer, weil auch jeder die Energiewende auch einleiten will. Ich persönlich glaube das nicht. Ich persönlich sehe das mehr oder weniger direkt als Hobby. Die geben halt jetzt, die haben halt einfach eine Kohle. Auf der Bank bringt die Kohle sowieso nichts. Irgendwas muss man tun. Wenn ich halt ein vernünftiges Haus an einem vernünftigen Dach stehe oder eine vernünftige Situation, kann ein PV montieren. Will aber nicht das ganze Behördenbrumborium und gewerbsmäßige Anmeldung und sonst irgendwas. Mache ich halt so eine Kleinkraftwerkgeschichte, wobei da auch mehr oder weniger, ich muss ganz ehrlich sagen, solange ich nicht zurück ins Netz einspeise, geht das doch kein Schwein an, wie viel Solarstrom ich erzeuge und irgendwie in eine Batterieanlage einzeuge. Selbstverständlich passt das einem Energieversorger nicht, weil das nicht seine Kohle ist. Aber das ist ja nicht mein Problem. Und ständig, egal, ich sehe es ja in sehr, ich glaube 700 Videos, ich weiß es nicht. Immer wieder, egal was ich zeige, darf man das? Ist das erlaubt? Ich kriege von Privatleuten so brutal viele E-Mails, Fotos geschickt, schau her, da ist das und das, darf man das also machen? Wo ich mir dann dabei denke, ja, du hast das also schon gemacht, du hast das also fotografiert, das funktioniert ja, das ist ja in Ordnung. Warum, verdammt nochmal, warum sollte das jetzt irgendwie, du das nicht machen, verboten, das Koppeler, wenn ich schon her, es gibt jede Menge Leute, die haben keine ausgebildete, eingetragene Kfz-Meisterbetriebe. Trotzdem tun sie ihre Bremsen an ihren Autos und auch an den Autos ihrer Frauen oder Partnerinnen reparieren, erneuern, was auch immer könnte sein, dass die mit 100 Sachen irgendwo das nächste Mal irgendwo dahinfahren und die Bremse nicht geht. Frau, Kind, alles dauert. Ja, da höre ich keinen so einen Riesenzirkus. Darf ich das? Ist das erlaubt? Ist das verboten? Wird das einfach gemacht? Und genau so ist es da auch daheim. Freilich, da kommen jetzt dann wieder die Superschlaumeier. Ja, Moment. Aber wenn jetzt da etwas passiert und dann zahlt die Versicherung nicht und dann kommt das und das. Ja. Und wenn das ein super Elektriker, Fachkraft macht und da etwas passiert, passiert genau das Gleiche. Passiert ganz genau das Gleiche. Ich habe in der Meisterschule, bin ich Mittagessen gewesen, mit einem Vortrag gehabt, war ein Richter dabei, der hat dann gesagt, wenn elektrotechnisch jetzt da irgendwo Unfall passiert und es stirbt einer, egal wie, angenommen der steht auf einem Gerüst, fast eine Außenlampenleitung an. Auf dieser Außenlampenleitung war Strom drauf. Er erschreckt und fällt vom Christall und ist tot. Sperrt er einen. Einer muss in den Knast. Für diesen Toten muss einer in den Knast. Ihm ist vollkommen egal, wer. Da gibt es dann Untersuchungen, wo man dann schaut, war der Christbauer, hat der Christbauer das Christ so angesichert? Es kann sein, dass genau das passiert und eingespielt wird der Christbauer. Dass ihr das einmal versteht, so funktioniert Deutschland. Selbstverständlich geht es in erster Linie bei den Versicherungsgeschichten, Versicherung möchte sie natürlich drücken. Die möchte sie ganz klar drücken, dass sie nicht zahlen muss. Und wenn man dann da nachweisen kann, dass das irgendeine Firma, irgendeine Aufsichtspflicht oder irgendwas unterlassen hat, dann kann ich es natürlich den auch verdrücken. So funktioniert Deutschland schon lange. Mittlerweile verstehen immer mehr, dass das System irgendwie ein wenig sehr problembehaftet ist. Und man sieht ja, wie die momentane Entwicklung ist. Immer wieder kriege ich die Mitteilungen. Ja, aber das ist ja so schlimm, ein Elektriker, der ist so teuer, viel Kleinzeug oder gar keine Zeit. Ja genau, von den gleichen Leuten her, es wäre aber wichtig, dass man stromtechnisch jetzt zum Beispiel ganz autark wird schwierig, aber nahe die Autarkie angestrebt wird, dass man nicht mehr von anderen so stark abhängig ist. Genau. Und vom Elektriker mag ich nicht abhängig sein
Und vom Heizungsbauer möchte ich nicht abhängig sein. Und der Kaminkehrer ist auch so eine Sache, was mich nervt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch so eine Sache, die mich nervt. Es ist vor 100 Jahren oder 200 Jahren oder 300 Jahren irgendwie ganz anders gewesen. Und wie sie Handwerkskammern, Innungen und so weiter gegründet haben und aus welchen Hintergründen und so weiter, da muss ich mich schon fragen, ob das nach wie vor gut ist. Für was genau ich so eine Innung brauche. Ich meine, ich bin halt jetzt dann vielleicht bin ich ein wenig drüber. Vielleicht ist nicht jetzt Schimpfer angebracht, aber ich persönlich finde diese Organisationen, Handwerkskammern, die sich nach meinem Umsatz von mir Geld klauen, einfach nur als Parasiten, die ich nicht haben will. Ich brauche die nicht. Ich brauche diese Handwerkskammer nicht, die nutzt mir nichts. Ich bilde in meiner Firma keine Lehrlinge aus, ich brauche die Innung nicht. Ich bin Alleinunterhalter, ich brauche die Berufsgenossenschaft nicht. An lauter so Dinge, Berufsgenossenschaft ist ein Teil, aber selbst wenn ich jetzt als Elektriker nicht mehr rausfahren würde, dann gehe ich halt von der Handwerkskammer weg, dann muss ich halt in die Industrie- und Handelskammer, muss denen ein Prüfer geben. Für was? Was tun die für mich genau? Was tut die Handwerkskammer für mich? Gar nichts. Ich habe von der Handwerkskammer noch nie einen Auftrag bekommen, gar nichts. Meine Meisterprüfung habe ich in der Handwerkskammer gemacht, die habe ich selber zu müssen. Also, freilich, mir ist schon bewusst, dass das nicht ganz so stimmt. Die Ausbildungen, die überbetrieblichen Unterweisungen, gehören da unbedingt angepasst. Das System, was ihr da irgendwie habt, das ist veraltet. Ihr müsst Sachen, die zu der heiligen Praxis draus gehören, das müsst ihr in die Handwerkskammern liefern. Weil das sind, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, 6 oder 8 überbetriebliche Unterweisungen. Dann steht Handwerkskammer die Prüfungskommissionen für Gesellenprüfung und so weiter. Brauche die aber die Handwerkskammer auch nicht. Wenn ich als duales Bildungssystem mit der Berufsschule zusammenarbeite und habe die Ausbilderseite, also die Arbeitgeberseite und habe die Berufsschule, würde ich das reichen. Ich brauche die Handwerkskammer nicht. Ich für meinen Teil denke so. Darf ja jeder, wir haben ja in dem Zeitalter, wo jeder seine Meinung haben darf und jeder seine Meinung frei sagen darf. Es wird nichts zensiert. Darf man ja sagen. Also darf das ja auch ich. Selbstverständlich darf man jetzt jeder in die Kommentare dagegen schmatzen. Ist ja dann auch eine Meinung. Selbstverständlich. Absolut. Mich würde sowieso interessieren. Wie seht ihr das? Vor allem Leute, die selbstständig schon haben oder kurz vor der Entscheidung stehen. Wie seht ihr das? Wer ist der Meinung, Handwerkskammern, Innungen und sowas braucht man? Berufsgenossenschaft, lassen wir jetzt mal außen vor. Aber wer findet, das ist in Ordnung, dass die von mir Beiträge kriegen, je nachdem, wie viel ich arbeite und Umsatz mache. Wer glaubt, dass das richtig ist? Oder wer glaubt, wenn ich irgendeine Dienstleistung von irgendeiner Kammer oder Innung annehme, dass ich das in einem separat bezahlen muss? Nochmal zurück auf das Adam-Vertrauen. Wenn mir heute irgendjemand sagt, dass dies nicht gleichwertig, mindestens gleichwertig, vielleicht sogar höherwertig ist, als jede andere Schraub- oder Federzugverbindung, der hat einfach keine Ahnung. Der hat keine Ahnung. Das ist vollflächig, selbstverständlich, wenn das Ganze nur 10 mm abisoliert wird und dann verdrillt wird, dann funktioniert das nicht. Oder so wie es ich gezeigt habe, dass man da herum anpackt mit der Abisolierzange. Mit einer Abisolierzange schneidet man die Drähte ein und das bricht wieder auf, wenn man dann dementsprechend aber ein anderes Werkzeug hat, wo man das verdrillt. Irgendeine Flachzange, eine Kombizange zum Beispiel, die funktioniert. Da haben wir jetzt keinen Berührungsschutz. Da kommt ein Schrumpfschlauch drüber. Selbst ein gutes Isolierbandel würde gehen. Dass diese Verbindung schlechter ist als halt eine Vakuumklemme, ich möchte das bewiesen haben. Ich habe das in dem Filmchen gezeigt. Es gibt ja viel genug Länder, wo das nach wie vor gemacht wird, wo das auch picobello sauber ist. Und wenn ich den kompletten Vorgang anschaue, wenn der das abisoliert, hat so eine kleine Vorrichtung, wo er das verdrillen kann, macht da sein Löttöpfchen, tut das da drauf, der ist nicht einmal recht viel langsamer. Wie wenn ich halt mit Vakuumklemmen umeinander muss, dann habe ich die richtige Vakuumklemme wieder nicht dabei, dann muss ich wieder rausziehen. Also, ich darf das auch nicht mehr machen. Aber es geht nur darum, dass heute junge Leute einfach eingeredet wird, ja, das wird da, das ist veraltet, das ist zurückgeblieben und weiß der Geil was. Und das Schlimmste, das ist schlecht.
Diese Art der Arbeit ist schlecht, das taugt nichts. Gut ausgebildetes Personal in einem Beruf zum Beispiel, in einer Berufsgruppe oder speziell in einem Beruf, der muss meiner Meinung nach in der Lage sein, alles über seinen Beruf, das, was er machen muss, einzuschätzen. Und wenn er in irgendeiner Situation, weil es irgendwas ganz was Neues gibt, eine komplett neue Technik, muss man auf diese neue Technik zuerst geschult werden. Man muss das verstehen, nicht nur irgendeine Einbauanleitung, Einbauschulung vom Großhandel, sondern man muss verstehen, warum. Warum wir, der Brandschutzschalter. Der Brandschutzschalter ist per se nicht schlecht. Serielle Lichtbögen zu erfassen, im Gegensatz zu parallelen Lichtbögen, über die Frequenzschicht und so weiter, ist echt gut, wenn diese Software, die dahinter ist, so stark ausgereift ist, dass das passt, dass die Ausfallquote und die Fehlerquote, die die Geräte erzeugen, irgendwann einmal bei 80-90% rumkehrt, die Fehlerquote irgendwo nur noch bei 10%, 5% liegt, dann passt. Dann kann man tatsächlich mit dem Zeug was anfangen. Ob man es überall braucht, ist die andere Sache. Weil das, was sie ja durchsetzen wollten, ist ja Brandschutzschalter für einmal Vermögen zu verkaufen. Und Photovoltaik? Bei Photovoltaik ist es so, da ist gespürt worden, dass da Geld zu machen ist. Wie das noch so stark subventioniert worden ist, wie das losgegangen ist, hat jeder Photovoltaik aufgekriegt, jeder Elektriker hat PVs angeschlossen, ist mit irgendeinem, keine Ahnung, 10 Quadrat nach dem Zähler vom Klemmstück weggegangen auf den Verteilerkasten und ist da drin dann rausgegangen, ohne Sicherung, ohne FI, ohne irgendeine Apps, auf die einzelnen Wechselrichter. Da ist nichts drin gewesen. Das einzige Sicherungselement, das da drin war für diese PV, war der SLS, der selektive Leitungsschutzschalter. Da war nämlich damals schon entweder mit NH oder SLS hat eingebaut sein müssen. Sonst hat es gar keine Vorschriften nicht gegeben. Bis das dann langsam gekommen ist, ja, da braucht man den FI, da braucht man dann die Querschnittsberechnungen. Da ist auch Schindluder betrieben worden und wer jetzt sagt, nein, das stimmt nicht, der kennt sich einfach nicht aus, der war nicht draußen. Ich habe Anlagen gesehen, das ist der Gipfel. Es sind da Anlagen beantragt worden, die haben gebaut worden, das ist genehmigt worden, das ist angemeldet worden und hinten nachher haben dann, keine Ahnung, 6 kW mehr Module draufgeklatscht worden, auf der zweiten Seite noch, das waren dann irgendwelche schwachlichtstarken Module und dann hat man halt da noch mehr, weil man da noch die hohe Einspeisevergütung gekriegt hat. Da ist Betrug betrieben worden, reiner Betrug. Und dann hat man schon langsam gesagt, oh, da ist ein Schweinegeld zum Verdienen. Schweinegeld, jeder Zimmerer hat plötzlich Zimmerei halber zugemacht und hat Photovoltaik aufgedroschen. Hat keine Ahnung gehabt von dem Klump. Die Elektriker haben nicht mehr gewusst, wie sie es anschließen sollten. Und genauso ist es immer. Wenn irgendein System super gut funktioniert, aber es langsam einfach für die ganze Masse wird, dann geht natürlich die Möglichkeit, Geld zu verdienen, weg. Ein Fehlerstromschutzschalter hat irgendwann einmal weit über 100 Euro gekostet. Über 100 Mark, fast 200 Mark, sage ich jetzt zum Beispiel. Was kostet er jetzt noch? 18 Euro. Genauso bei Sicherungen. Die haben das 20-fache gekostet. Überlegt einmal die ersten SAT-Anlagen. Die ersten SAT-Anlagen, die gebaut worden sind, die haben fast 2000 D-Mark gekostet. Über 1000 Euro. Was kostet es ein? Du kriegst das in jedem Baumarkt, ich möchte schon gleich sagen, bei jedem Lidl kriegst du für 49 Euro eine Satanlage mit Receiver und eine kleine Einstellhilfe und alles mögliche Wandalter. Also muss was anderes her, muss man wieder was Neues machen, irgendeine neue Technik, damit das Geld verdienen nicht weitergeht. Zahlen muss er das auch, weil der kleine Depp, der Heiselmann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sehe ich genau als Aufgabe von meinem Kanal, zu sagen, nein, ich lasse mir da nicht alles andichten, ich lasse mir das, das ist für mich ein Unding, wenn mir einer in mein Leben so reinpfuscht, was ich in meinem Haus zu tun und zu sagen habe. Das ist für mich katastrophal. Was geht denn Trottel das an, was ich in meinem Haus drin mache? Und wenn ich an sich einen Scheiß baue, dass mein Haus abfackelt, ja, dann kann er auf mich zukommen. Das setzt ja voraus, darum mache ich die Videos, das setzt ja voraus, dass da nicht irgendein so ein Luftikus-Kasperl irgendwelche Sachen macht. Man muss das schon selber verstehen und selber wissen. Wenn ich heute sage, nein, ich kann das einfach nicht. Ich bin heute ein Zahnarzt, was weiß ich was, ich kann das nicht. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Drei, aber eine davon ist die ganz schlimme Möglichkeit. Dann selber zueinander pfuschen. Die anderen zwei Möglichkeiten, ich informiere mich. Ich kaufe mir ein wenig Fachliteratur, die ist ja frei zugänglich. Frag bekannte Freunde, schau mal mittlerweile YouTube an, muss ich da ein wenig differenzieren können, ist jetzt dieser gutes Video, stimmt das oder nicht, ist nicht so ganz einfach. Und die dritte Möglichkeit, die ich habe, ja, ich muss halt einen Elektriker kommen lassen zu machen.
Ja, dann schaue ich den über die Schulter und das nächste Mal kann ich's. Ich müsst euch einmal das vorstellen, du hast so weit 3,5 Jahre, muss ich das lernen. Du hast doch nicht 3,5 Jahre gelernt, wie man eine Steckdose neubaut. Die Steckdose neubaut, das war eine Sache auf eine Stunde. Jetzt, wenn dir einer eine Stunde lang zuschaut, kann der auch die Steckdose neubauen. Dann muss er es halt 4 Mal hintereinander machen und das 4. Mal haut es halt dann wunderbar gut rein. Und genau so ist es mit alles. 3,5 Jahre lang habe ich gelernt. Ah, Blödsinn! Du hast da 3,5 Jahre lang nicht eine einzige Tätigkeit gelernt. Das gleiche mit der Markenhörigkeit. Das ist ja katastrophal. Einer hat Viha. Das ist bestimmt ein super guter Hersteller. Der nächste hat Knipex. Wie kann ich, wenn ich heute irgendwo Elektriker bin und habe einen Haufen Knipex-Werkzeug, das ich mir wahrscheinlich nicht einmal selber gekauft habe, sondern von meinem Chef gekriegt habe, dann sagen, Viha ist ein Schrott. Ich persönlich bin momentan dran, mich mit NWS-Werkzeug zu beschäftigen. Erstens haben sie ein neues Design, die wirklich schön ausschauen. Ich stehe auch auf Werkzeug. Ich bin auch ein Werkzeug-Junkie, mir gefällt das Zeug. Jetzt haben sie ein neues Design, da schaut die richtig, richtig gut aus. Und ich muss sagen, NWS habe ich über die Jahre immer wieder schon gehört. Die Naja, da verlinke ich unten mal was. Dann könnt ihr euch die einmal anschauen und mir in die Kommentare schreiben, was für Erfahrungen ihr mit NWS gemacht habt und ob euch das neue Design gefällt oder nicht. Ich finde es Weltklasse, ausprobiert habe ich es noch nicht. Die alten, wie gesagt, die alten schon, da bin ich zufrieden, sonst hätte ich den nicht noch. Den habe ich Ewigkeiten schon, Ewigkeiten. Warum sollte man da nicht einmal außer der Spur schwimmen, warum sollte man nicht einmal einen anderen Hersteller auch eine Chance geben? Ich meine, ich rede ja nicht von billig, Mannesmann, irgendwas Werkzeug, sondern das sind ja alles namhafte Werkzeughersteller. Ganz wichtig war mir, egal in welchem Beruf du arbeitest, versuch, dass du so gut wie möglich ausgebildet wirst, damit du selber den Verstand hast, zum Entscheiden, ob jetzt das, was du gerade irgendwie aufgetischt kriegst, was gut ist oder was schlecht ist. Damit du selber für dich beurteilen kannst, ob eine neue Technik gut oder schlecht ist, ob eine alte Technik nicht vielleicht schneller geht, ob ein Preis irgendeinem System angepasst ist oder werden muss. Nicht einfach irgendwas nachblabbern. Bitte nicht einfach immer irgendwie nachblabbern. Leute, die nachblabbern, die Ausbildungen abgebrochen haben, haben wir ja jede Menge bei den Grünen in der Regierung. Also ist nicht auch noch. Ehrlich, für mich ist das Handwerk die letzte Bastion. Ich bedanke mich bei Elektrowandelt, der das heutige Video gesponsert hat. Elektrowandelt ist ein Elektrofachhandel, ein Online-Fachhandel, bei dem es alles, was es braucht, für Elektroinstallationen kriegt. Link ist in der Videobeschreibung. Das ist für mich die letzte Bastion, die irgendwie unser Land noch am Laufen hält. Also bleibt's dabei. Lasst euch nicht verarschen. Dort den Scheiß hinterfragen. Dort sind mein Scheiß hinterfragen. Keine Frage. Das, was ich dir jetzt gesagt habe, trifft auf narrisch viel zu und auf narrisch viel Leute. Aber auf ein paar natürlich nicht. Die dürfen mir gerne ihren Senf reinhauen. Überhaupt kein Thema. Ich bin nicht kritikfähig. Das stimmt nicht. Nur der Ton macht die Musik. Wer mir einen kritischen Kommentar mit Respekt entgegenbringt, auf den gehe ich ein. Aber wer mir dumm kommt, wird entweder gelöscht oder genauso behandelt, wie der Kommentarschreiber mich behandelt. Das war's von dem Video. Lasst euch nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal. Für euch. Ciao.